Wir speichern kurz. Ich will ja keinen Stress haben unnötig, wenn es geht. Perfekt. Ach, kann man nichts mitmachen, schade. Dacht grad. So, was ist das? 25.000, ja, kaufen wir mal eins. Nö, noch nicht. Wir gucken uns das erstmal an. Aha, geht so. Wie sieht's renovierungstechnisch aus? 7,5 und... Ja, das müsste erstmal reichen. So, nein, ja. Vermieten wir wieder. Ganz bla und anständig. Kann ich einfach nicht umlegen? Das nervt manchmal, oder? Wenn die anderen nur schreien, so. Und da haben wir einen Brunnen noch. Wir gucken uns ja erstmal ein bisschen um, ne? Kennt ihr das? Tut mir leid, ich muss los. Ja, finde ich gut. Ich hänge hier fest. Oh, die haben hier echt nichts. Die sind voll die armen Ratten. Was ist denn das? Komischer Laden. Klopf, klopf! Spenden helfen nicht nur in notgeratenen, verkrüppelten und blinden Waisen, sondern auch eure Moral und eure Einkaufserfahrung. Je höher der Wert des geschifften Objekts, desto höher die Chance, dass Schnäppchen zum Kauf angeboten werden. Ja. Ihr seid hier genau richtig. Nein. Ja, wenn sie auch was Gescheites hätten, aber... Ach komm, das ist ja nicht darin ernst. Eisenhackmesser. Was kauft ihr für einen Scheiß? Aha, Tofu, Kosten. Ihr habt Jack besiegt. Nee, ich wollte eigentlich gerade was klauen. Dreh dich mal weg. Ihr habt Jack besiegt. Ich weiß, jetzt renn weg. Du musst Angst vor mir haben. Hallo, renn mal weg. Bist du jetzt behindert? Verzieh dich! Wir speichern schnell. Wollen wir keinen Stress theoretisch haben? Wie... Ah. Kann man klauen. Sehr gut. Lalala. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen einfach mit dem Diebstahl, aber okay. Was? Ich wollte sagen, den Schrank haben wir noch bestimmt. Nichts Interessantes. Aha, sehr schön. Für einen Rücken was Feines. Dann haben wir hier noch was. Dann können wir da noch hochgehen. Lalala. Wir sind schon so ein geiler Lord, ne? Also, schon Hammer. Kümmert sich so gut um sein Volk, um gleich mal rauszufinden, ob es denen überhaupt gut geht. Und untersucht mal das ganze Haus und schaut, was sie so haben. Ich Hallo. Halte euch im Auge. Halt die Fresse und verpiss dich. Alter, du nervst, echt? Du stinkst außerdem. Wie so eine Krotte. Ein Zauberbuch haben wir gefunden. Sehr schön. Feuertäterstiefel. Alter. Können wir auch mal irgendwas Gutes finden? Würde ich auch mal sagen, verzieh dich. Meine Fresse. Oh, hier gibt's Kisten. Ich weiß, mir speichern gerade auf, es gibt leider keine Schnellspeicherfunktion, aber. Ah, hallo! Würde ich auch mal sagen, verzieh dich. So, geht doch. Hab hier noch ein bisschen was zu tun. Zu untersuchen, ob ich irgendwas finde. Dann noch nebenan und dann gehen wir weiter, ne? Schön, wie der einfach freiwillig geht. Na, Amethyst, ist ja traumhaft. Haben wir hier noch was? Tätowierung, Flammen, Bauchtattoo. Wunderbar. Also dann haben wir es ja eigentlich. Dann können wir jetzt ja weitergehen, ne? Wir haben in jedem Geschäft, in jedem Laden, außer in dem grünen Kabuff da unten. Da müssen wir noch kurz hin. Weil sie in die Nähe gekommen und dann sind wir, wurden wir wieder weitergereicht. Wie, du machst zu. Ist es wirklich schon so spät? Speichern wir wieder, weil es geht. Soll das heißt, wenn ihr eilt, wir brechen da ein für heute. Lalalalalalalala. 50.000-köpfiger Drache, guck mal! Ich
Jo, klauen wir mal kurz. Das dauert aber etwas lange. Oh, hör auf, da kommt wer. Hallo. Das verstößt gegen das Gesetz. Okay, ich geh mal. Scheiße, Mann, echt. Blöden Pisser. Gibt's hier wenigstens irgendwas zum Buddeln, zum Angucken? Also, die Stadt ist strunzlangweilig. Ich glaube, wir müssen da echt mal herkommen für etwas Ordnung sorgen. Mann, die schreien andauernd, das nervt mich. Ich werde gestresst dadurch. Mann! Sollte man vorsichtig sein. Halt die Schnauze. Bedien mich jetzt mal. Meine Fresse, du. Apfelkuchen, rotes Fleisch. Ja, gib mal alles her da. Meine Fresse. Verkaufen, was kann man verkaufen? Champion-Siegel, bist du behindert oder was? Die Taverne, einfach großartig, was? Eus! Alter! Ich leg dich gleich um. Immer dieses Rumgekreische. Oh. Ganz ruhig, Boogie. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Boogie. Ganz ruhig, Boogie. Tief durchatmen. Tief durchatmen, Boogie. Und ruhig bleiben, Boogie. Ganz ruhig. Ich sollte lieber. Da kommen wir irgendwie nicht hin. Du musst wahrscheinlich durch das Haus hier durch, ne? Ah, mein Gott. Ich das Zwischenspeicher nach gerade ein bisschen. Entschuldigung dafür, ne? Dreiköpfiger Drache. Ah, rennt. Ding Dong. Oh, versehentlich Ladenschloss muss raus hier. Lalala. Das müssen wir Geldstrafe zahlen. Habe ich keine Lust drauf. Verdammt. Aha. Was gibt's hier noch? Die haben voll den Scheiß, ne? Aber die haben ein paar Bücher gehabt. Das heißt, wir können wieder den Kiddies ein bisschen was beibringen. Was ich schon mal schön finde, hoffentlich sagt er nicht wieder, der Linguist oder wie das heißt. Ich bin doch viel zu jung dafür. Nichts Interessantes? Nee. Und hier? Juhu, sehr schön. Gut, dann sind wir eigentlich soweit. Dann haben wir die Stadt jetzt durchinspiziert, wohl bemerkt. Passt. Ja, ich würde es auch mal sagen, geh weg. So, wir gehen nochmal hier raus. Und guck mal, was wir denn sonst noch so vorfinden. Was es hier noch so zu suchen gibt und zu finden vor allem. Ich freue mich vor allem, dass... Ganz, ganz böse, weil ich weiß jetzt alle töten will. Ah, das war zu viel. Ah, das war ein zu schriller Sound. Entschuldigung, ich habe gerade huschen müssen. Oh. Puh. So. Ja, nein. No, 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 no. Oh, ist das süß. Boah, es hat noch ein bisschen arg laut, ne, wieder. Meine Fresse. Sterben die noch? Ja, die sterben noch. Was? Ist hier jetzt was Gutes? Okay. Okay, gut. Gut. Bam, bam, bam. Oh. Will, 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 will. Warum zählst du bitte als Gutes, Mann? Das geht in unseren Ruf, Alter. Als Oberlord. Das geht doch nicht. Wir gehen auch gleich mal da noch zur Heldengilde kurz zurück, sobald wir die nächste Mission gemacht haben. Wollte ich mal jetzt kurz tun, ja? Kann schon gerade so hier rumdümpeln. So, weiter, dass wir uns mit dem Kartor aufrechterhalten, ne? Ganz wichtig, gibt nicht dann auch mehr, weitaus mehr XP. Das ist nur die Frage, wenn die Typen mal sterben. Hallo! Alter, wie schreit der denn? Ist ja widerlich. Ist ja eine kleine Tussi. Warte mal, komm mal kurz mit, wenn's geht. Dein Kollege? Nee, der hat nichts zurückgelassen. Okay. Machst du auch mal was? Putschi, 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 gacha, ja, ja, cha, cha. Und tot ist er. Gut, okay. Nachdem jetzt jeder einen Trommelfellschaden hat, ne? Vor allem ich. Gerade meine Fresse, Alter. Ich krieg noch Tinnitus davon.
So, gehen wir mal kurz zur Heldengilde zurück. Haben wir einen 21-fachen Multiplikator. Es muss voll XP geben, oder? Schon geil. So, mal gucken, was wir jetzt ausgeben können. Hallo. Hallo. Lass mal gucken hier. So. Ich wollte sagen, es ist gar nicht so wenig, wie ich gedacht habe, aber das ist doch in Ordnung. So, höllische Wut, Gewalt, Windel, Zeit verlangsamen, Lebensabsorgung herbeirufen, körperliche Schildstufe, Soraka. Ja. Hätte ich gern. Mhm. Zauberkraftstufe, ja, das können wir eigentlich auch noch machen. Da haben wir die auf fast maximal. Das ist okay. Soraka, körperliche Stufe, was ist das? Grundmodifikator plus 134 Zauber umgibt den Zauber dann mit einem schützenden Energieaura. Alle Schadenswirkungen auf Kosten von Mana absorbiert, bis dem Zauber dann keine Mana mehr bleibt. Das Schild wird entfernt, wenn der Zauber noch einmal gewirkt wird. Bei höheren Stufen kann mehr Schaden absorbiert werden. Nur Tugendhafte können diesen Zauber meistern. Ah, super. Tugendhafte, böse, Leben absaugen. Das können wir eigentlich auch mal noch machen, ne? So, Zeit verlangsamen. Brauchen wir noch ein paar XP. Wendehals. Dieser türkische Zauber verwirrt den Geist des Gegners, solange der Zaubernde nah genug ist und macht das Ziel langsam zum nichtsahenden Verbündeten. Höhere Stufen ermöglichen den Zaubernden den Geist des Opfers länger zu kontrollieren. Oh, cool. Höllische Wut. 25.000. Ja, das ist gut. So, perfekt. Dann können wir jetzt herkommen und wieder zurückporten. Wieder einmal. Nach Arkon schreien. Und dann von dort aus können wir dann weitergehen, meine heiße Puppies. Dann habe ich mal Wir müssen jetzt da eh lang, aber da unten sind noch... Okay, ich verstehe. Wir spielen das nächste Mal mit denen. Ist das in Ordnung? Ich glaube schon. Weil ich ja im Grunde nicht spektakulär. Klar, man könnte ein Schwert reinklopfen, wäre ein bisschen, aber naja. Ihr wisst ja, wir brauchen ja ein paar Experience Points. Hallo. Wobei, kann man gar nicht anders machen. Da kann man nicht alle grillen. Ne? Und nochmal. Nur den einen da drüben hat sich überschwindig, ist auch blöd. Und nochmal. Ich will die Frage, wenn die jetzt mal sterben. So, dann müssen wir noch ein bisschen grillen kurz. Ich will nicht die Zauber eigentlich vollkriegen. Das ist zumindest mein primäres Ziel gerade. Wobei, Fauschkampf, komm her, los. Ach, den erwischen wir nicht mit Fausch. Okay, dann halt so. Zack, tot. Vollidiot. Kommt da mit einem Stab zu einer Schlägerei? Was für ein Depp. Können wir hier angeln? Nee, ich sehe gerade, der See ist zugefroren. Mein Fehler. Hier geht's auch nirgends lang. Ach so, stimmt, dass wir vorhin hochgelaufen. Ah, dürfen wir in die nächste Stadt rein, oder? Ja. Ey, da drin ist mal tot. Bestimmt. Ah, nee. Hallo, ich bin's. Ach ja, Schnitter sagte, wir sollten euch durchlassen. Naja, dann bringt ihn mal rein. Tja, netter Versuch, Mango. Ihr seid dran und wisst es auch. Verflixt. Na gut, dann folgt mir. Was? Mango, da steht Mungo. Ich wollte schon sagen Mongo, aber... Passt dir nicht ganz. Gut, so weit und nicht weiter. Mhm. Dieser Ort ist nicht sicher. Echt? Die ganze Stadt ist voller Geister. Es heißt, die armen Kerle wussten nicht mal, dass sie tot sind. Ja. Egal, haltet Ausschau nach ihnen. Man nennt sie Glyphen, stimmt's? Oh, one hit down. Ihr seid nicht der Erste, der hier nach graviertem Fels sucht, wisst ihr? Die anderen bekamen jedoch mehr, als sie wollten. Sie sind jetzt alle verrottende Leichen. Zombies. Tja, einen schönen Tag noch. Zombies, um genau zu sein. So, Ziel. Geht zur Nekropolis und holt die vier Tafeln mit dem Glyphen, die das Orakel wecken. Okay. Können wir vielleicht mit denen reden? Hallo? Was passiert, wenn ich hier buddel? Haha!
Die Tafel mit der Glyphe der Befragung zerfällt in eurer Hand. Aber zuvor könnt ihr euch Karlrans Ausdrucksmittel einprägen. Okay. Dann buddeln wir hier noch. Also wir buddeln jetzt hier jetzt Grab aus, ne? Nur damit ihr das wisst. Der verfluchte Tafel zerfällt in eurer Handstaub, verströmt einen widerwärtigen Geruch und ruft mehrere Kreaturen zu euch her. Zaubern! Ja, vor allem finde ich es ja cool, wenn er zaubert, wie er das Schwert eigentlich so auf die Schulter legt. So ganz easy, so. Ja, ja, passt schon, ne? Passt schon. So, hast du noch was zu sagen? Letzte Worte oder so? Ach, wie block ich? So. Nö, so. Ach, jetzt leck mich doch. So, jetzt buddeln wir hier nochmal. Wir lesen das vorher vielleicht mal kurz durch. Das habe ich jetzt ein bisschen versäumt. Da gibt es ja Info. Eine Tafel ohne etwas Besonderes drauf. Okay. Und? Nicht tot. Jetzt tot. Alter, bist du behindert? Geht's eigentlich noch? So. Du da. Ich will reden. Ganz friedlich. Geht das? Ups. Entschuldigung. Kann ich das machen? Der hält aber viel aus. Gefällt mir. So, jetzt ist er tot. Hallo, nein, ich könnte buddeln. Danke. Ich muss auch Grabschändung betreiben. Professionelle Grabschänder. Nicht nur Todbringer, sondern auch Grabschänder. Jetzt gibt er noch einen Spaß. Oh, wisst ihr was? Machen wir das ganz einfach. So. Naja, werden die beschäftigt sind. War es auch noch was Gutes? Oh, aber die Erfahrungspunkte würde ich dann mitnehmen, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, was es hier noch gibt. Da unten gibt es noch was zum Ausbuddeln und da ist noch so ein komischer Freak. Mit dem quatsche ich mal kurz. Hallo. Ich wollte nie eine Dämonentür sein. Dieses ständige Rumhängen und die Rätsel. Das ist kein Leben. Mhm. Wär ich doch nur als Silberschlüsseltruhe geboren. Ich liebe diese kleinen Silberschlüssel, so glänzend, so silbern. Okay, und weiter im Text. Ich würde alles dafür tun, ein paar zu besitzen. Gebt ihr mir eure Bitte. Ich lasse euch dann auch durch und so. Aha. Dämonentür, all eure Silberschlüssel geben. Ich verliere sie für immer, wenn ihr das tut. Alter. Keine Silberschlüssel. Ist mir scheißegal, bist du behindert oder was? Alter, ich knack dich noch, du Vollidiot, Alter. Alle, ist der bescheuert? Ich glaube, den brennt's nicht mal ganz. Meine Güte, was für eine Arbeit war. Ich kann vielleicht ganz zum Schluss machen, wenn wir jede Kiste geöffnet haben. Dann reden wir nochmal drüber, mein Freund. Gold, juhu. Dann kann man hier noch buddeln. Haha. Und hier noch buddeln. Ja, ja. Hier ist nicht schön, mitten in der Stadt irgendwelche Friedhöfe zu haben. Vor allem gibt es Gold, das ist voll cool. Das ist ja gerade das, was das Ganze so mega interessant macht. Ja, Hundi, stirb jetzt mal. Hallo. Okay, habt recht. Irgendwas flüstert hier. Oh, noch mehr Gräber. Sehr schön. Ich bin gespannt, was da alles noch rauskommt. Vielleicht mal ein Waffen. Ah, ja. Wir graben mal ein bisschen weiter, vielleicht finden wir ein paar Gegner mehr, dann lohnt es sich mal ein bisschen was zu machen. Nö, da ist nix.
So, kann hier buddeln. Wenn da nicht auch noch so eine Tafel rauskommt, weil ich, wisst ihr, dann habe ich mal so 3, 4, 5 Stück zusammen. Dann lohnt sich das ja eher, aber ansonsten ist es ja so. Ja, jetzt guck's, was meinte ich. Aber jetzt wird's interessant. So. So, sehr schön. Guckt mal, was das für ein schönes Gemetzel kurz war. Wir wussten zwar nicht, wie dem passiert, aber wir haben es gut bewerkstelligt. Doch, doch. Bin ich sehr stolz auf uns. Oh, wir müssen aufpassen. Ich mache natürlich auch eine Karte und so. Oha. Okay, okay, Boogie. Mehr auf die Feinheiten achten. Aber die, da, an denen finde ich ja schön, dass sie viel aushalten. Kommst du? Hallo, aufstehen. Es war heute Sonntag, aber trotzdem. Gepennt wird nicht. Ah, das sind wir wieder hier an der Stelle. Okay. Nö, passt, dann können wir da unten rüber gehen. Wir können nur mal schauen, ob wir denen noch quatschen können, mit den Geistern vielleicht. Ja, zumindest interessant. Achso, warte, müssen wir auf die andere Seite rüber. So. Die Dame, hallo? So. Komm her, Hundi. Hundi, du hältst ja... Du hielst mal viel aus, wollte ich sagen. Hat sich gerade zumindest erledigt. Es war Tilburg, Staatsschreier, endete im Feuer. Adam Sippig, das Leben spielt ihm übel mit. Vor allem, dass immer Text dran steht, ist im Grunde auch witzig. Geportus von den schleimigen Ende. Mein Sterben galt dem Glück, aber die Arbeit war zu hart. Oh ja, na gut, wenn du meinst. Mit dir kann man leider nicht quatschen, ne? Hier so. Nee, da schlagen wir leider noch durch, schade. Da ist noch wer. Hallo, Hundi. Ups, falsche Taste, mein Fehler. Alter, wird einfach jämmerlich verreckt. Voll geil. So, was finden wir hier jetzt? Hoffentlich mal wieder so eine komische Tafel. Willenskraft, das ist okay. Was finden wir hier? Ja, die Tafel mit der Glyphe der Befragung zerfällt in eurer Hand. Als Zufall könnt ihr euch ihr ins Ausdrucksmittel einbringen. Ach, verdammt, ich wollte es doch lesen, ich Vollidiot. Mann, Boogie. Eine Tafel mit einem M drauf. Okay. Okay, gut. Was steht hier? T-Funk, Zauberbürgermeister. Luke erweckt die Welt zum Leben. Sie aber vergeilt es ihm nicht ebenso. I Love It Albion ist wunderschön. Wir haben keine 25 Stück. Wir brauchen noch welche. Brauchen nur welche. Ich ignoriere den jetzt einfach mal ganz dezent in der Hoffnung, dass da nichts passiert. Dass nicht zu uns kommt oder so, ne? Ich habe keinen Bock an dauernd auf die. Voll nervig ein bisschen. Ja, okay. Und hier haben wir Mana-Verstärkung. Ja, das ist eigentlich. Ja, könnte interessant sein, aber muss es nicht unbedingt. So, und hier gibt's nichts zum Buddeln. Irgendwelche kleinen Geheimnisse auf den Böden oder so. Den lassen wir einfach mal. Der tut uns ja auch nichts im Grunde, von daher. So. Dann kann man hier wieder graben, ne? Wie? Ich kann nicht buddeln. Was? Ja, ja, warte mal. Mal gucken, ob du das gleich noch so lustig findest, wenn ich das mal mit dir tue, mein Freund. So. Autsch. Aua, ja, ist doch jetzt auch okay. Ja, ja, es flippt halt aus.
So, jetzt gehen wir nur schnell weg, weil er macht der Bumm. Was macht. Okay, jetzt geht's. So, meine Fresse. Achso, du machst jetzt hoffentlich nichts, ne? Weil ich mag dich und so, deswegen lasse ich jetzt mal leben und in Ruhe. Hm? Kann ich nix buddeln? J. Glover starb an Bleivergiftung. Kirnan schlief ein und vergaß aufzuwachen. Oh, das ist aber schlecht. Weißt du rein zufällig, wo das Ding hier ist? Hallo? Du da? Hey! Hey, ja, ich frage ja schon nicht mehr. Ich gehe ja schon. Meine Fresse. Wo liegt denn hier noch? Hat der ganz noch gehabt? Nee, nee, der haut nicht nach uns. Nö. Wir gucken uns aber kurz ein bisschen um. Ist da drüben vielleicht noch was irgendwo? Weil ich finde es cool, dass nicht so kleine Mana-Tränke und so weiter alles irgendwo rumliegen. Hier ist nichts rein zufällig? Nö, 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 nö. Okay. Guck, der tut nichts. Oder? Bisschen braver, gell? Du warst ein Braver. Na, da ging es daneben. So, wie gefällt dir das? Wir können jetzt mal aufstehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du brauchst aber immer ewig, mein Freund. Meine Fresse. Außerdem müssen wir ein paar Taten mal wieder also zu unserer Kunst machen. Ein paar böse, eventuell. Weil, wir können das nicht offen stehen lassen, Alter. Sie machen Gutes, sie machen Gutes, sie machen Gutes. Das geht ja unseren Ruf voll hier. Was soll das? Yay, eingesperrt. Mhm. 1, 2, 3, 4. Nur 4? Ist ja fast wieder fair. Wow, der hat aber gesessen, Alter. Okay. Okay, die wollen ernst machen, ich merke schon. Nein, da geht nichts. So, mein Freund, aber so nicht, ne? Au, okay, gut, das war noch ein Abschiedsgeschenk. Juhu, Grabsteinung! Und die letzte, wo ein A drauf steht. Ein Tafel mit einem A drauf. Yay. Hier ist Schlitter, oh Held. Die Glyphen aufzuspüren war gute Arbeit. Ja. Mehr nicht? Gut. Was haben wir da für ein komisches... Herbeirufer Fechthandschuh. Hört ihr mir... Nö, ich höre nicht sowieso. Das ist seltenster Fall. So, Ausrüstung. Ausrüstung. Meinst du viel? Ausrüstung. Platten. Was? Achso, das haben wir so beim. Naja. Haben nur im Inventar, okay. Wir haben gar nicht so viele Mana-Punkte bekommen, wie ich gedacht hätte. Tempo geht noch ein bisschen was, ne? Ist noch nicht gemacht. Zielgenauigkeit, List, Zauberkraft, Einzünden, Feuerball. Ja, wir haben doch schon einiges vor uns, genau. So, wie sieht sie aus? Grundhaltung minus, Attraktivität minus. Klasse, legendärer Willenskraft, genannt Todbringer. Alter 41, schlank. Vergangene Spieltage 44. Wir werden alt langsam, ne? Merkt ihr das? Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Mal sehen, ob wir das. Was können. Das heißt, fertig mit dem Quatschen, kann ich mal kurz zur Heldengilde zurück, wenn es geht. Danke, ich muss mich ein bisschen leveln. Mann, du, immer wird das nicht. Immer quatschen die einem rein, weißt du, da hast du was vor. Bla bla bla. Hörst du nichts? Willst du was? Drückst gerade dann Select oder halt, um ins Menü reinzukommen. Haben sie wieder einen Satz angefangen. Ach, Kinnas. Gibt's hier was? Das Lösegeldopfer. Oh, für den Sohn des Häuptlings von Knothole Glade wird ein Lösegeld verlangt. Bringt ihn zurück. Geldbelohnung, Bekanntheitsgrad, 500 Großtaten. Ja, nehmen wir mal mit. Ach so. Mach den Quest nackt? Nö, kein Bock. Ich will die Quest nicht nackt machen. Aha. Nimm keinen Schaden. Aha. Benutzt keine Waffen oder aggressiven Magiehinweis. Erfordert Steuerungsgerät traditional. Das Opfer darf nicht verletzt werden. Töte die Schwächer des Führers.
und den Entführer. Jack's war nicht ganz, aber okay.